Tiere. Dann würde ich ein bisschen darauf eingehen, wo kommen Proteine überhaupt vor? Wie entstehen Proteine und wie sind sie aufgebaut? Und was können Proteine eigentlich? Da werde ich dann auch noch ein, zwei Beispiele geben. Und warum interessiere ich mich für Proteine? Naja, der eine oder andere mag denken, wenn er so in den Supermarkt geht und sich die Regale anguckt, dann findet man oft Proteinriegel und jede Menge andere Nahrungsmittel, die voll beladen sind mit Protein, unter anderem sogar Proteinbier, was angereichert ist mit Protein. Und wer mich kennt, der weiß aber, dass ich sowieso schon fast aussehe wie Arnold Schwarzenegger. Und deswegen ist das nicht der Hauptgrund, warum ich mich für Protein interessiere, sondern der Hauptgrund, warum ich mich für Protein interessiere, ist im Prinzip in dieser Folie hier zusammengefasst. Und zwar, was ihr hier auf der linken Seite seht, ups, sorry. Was ihr hier auf der linken Seite seht, habt ihr bestimmt schon, so auch schon mal zuletzt in den Nachrichten gesehen oder so. Das ist ein Viruspartikel des SARS-CoV-2. Und ja, ihr seht hier außen die Hülle, den Innenteil und ihr habt vielleicht auch schon mal gehört von dem sogenannten Spike-Protein, was das SARS-CoV-2 hat. Und ein bestimmter Teil dieses Spike-Proteins ist halt und benötigt das Virus halt, um den Menschen, um menschliche Zellen infiltrieren zu können und halt Menschen infizieren zu können. Und dieser Teil heißt Rezeptorbindedomäne und die Struktur davon ist in der Oberflächendarstellung hier in Blau dargestellt. Und diese Rezeptorbindedomäne ist in dem Fall jetzt gebunden an den sogenannten ACE2-Rezeptor. Und das ist tatsächlich der Rezeptor im Menschen, an den diese Rezeptorbindedomäne des Spike-Proteins bindet, um dann menschliche Zellen infiltrieren zu können. Und wenn man jetzt sich so die Struktur hier anguckt und auch im molekularen Detail anguckt, dann kann man daraus einiges lernen. Zum Beispiel, wie sieht denn genau die Bindestelle auf molekularer Ebene aus? Und ja, was wir daraus lernen können, können wir dann im Prinzip anwenden auf Wirkstoffentwicklung, die zum Beispiel diese Bindung blockieren könnte und dann eben die Infektion des Menschen verhindern könnte. Kurzum, ich interessiere mich für Proteinstrukturen, weil wir daraus einiges lernen können und weil wir damit medizinische Forschung vorantreiben können. Und ja, das ist wie gesagt der Hauptgrund, warum ich mich für Proteine interessiere. Und jetzt habe ich zuallererst oder ganz am Anfang mal eine Frage an euch. Und wie gesagt, ihr könnt einfach in den Chat antworten. Ich öffne den jetzt mal hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt alle sehen könnt. Und zwar die Frage an euch: Wo wisst ihr oder glaubt ihr, kommen Proteine vor? Und ich würde jetzt einfach mal so ein paar Sekunden abwarten. Ich hoffe, ihr kommt einigermaßen klar mit dem Chat und findet den. Und dann könnt ihr einfach ein Schlagwort da reinschreiben. Ja, Papa und Mama schreiben schon im Bier, Fragezeichen. In Jonas Muckis, schreibt Patrick. Ja, in Muskeln kommt auf jeden Fall auch viel Protein vor. Wer bietet mehr? Kommt, einen möchte ich noch. Hülsenfrüchte, ja, danke, Maike. Hülsenfrüchte sind natürlich auch sehr reich an Protein. Und ich in Bananen, im Meer, Parmesan, schreibt Sabrina Rehling, in Zellen, XX. Super, da sind schon auf jeden Fall richtig coole Beispiele dabei. Ich möchte eins weiterklicken. Und zwar habe ich auch ein paar Beispiele rausgesucht und was ihr sicherlich alle kennt, ist Hühnereiweiß. Und im Hühnereiweiß kommen auch 10% Proteine vor. Und im Volksmund wird ja auch der Begriff Eiweiß synonym verwendet mit dem Wort Protein, was so ein bisschen historische Gründe hat, einfach weil man damals das Hühnereiweiß tatsächlich charakterisiert hat und gefunden hat, dass da eben viele Proteine drin sind. Nur damals hat man die eben nicht Proteine genannt, sondern eben Eiweiße. Dann als weiteres Beispiel habe ich mir noch rausgesucht Schlangengift. Das fand ich ganz interessant. Und zwar, wenn man die Trockenmasse von Schlangengift nimmt, also wenn man das Wasser da rauszieht quasi, dann besteht das zu 90% aus Proteinen und Peptiden. Das hätte ich so nicht erwartet. Und diese Proteine und Peptide, also Peptide sind im Prinzip kleinere Proteine, da sage ich auch gleich nochmal was zu. Und diese Proteine haben eben auch die giftige Wirkung dann im Schlangengift. Und zu guter Letzt habe ich noch menschliches Sperma oder Samenflüssigkeit, die auch zu circa 5% aus Protein besteht. Und ja, das nur so als drei Beispiele. Und an dieser Stelle dann noch ein Fun Fact von Fun Fact Joni, der wird heute ein, zwei Mal aufpoppen und euch ein paar Fun Facts bringen. Bei einem durchschnittlichen Hühnerei ist es nämlich so, dass das Eigelb tatsächlich mehr Protein enthält, nämlich 60% im Vergleich zum Eiweiß, was ja nur 10% Protein erhält. Und wenn ihr jetzt demnächst mal wieder auf irgendeiner Party seid, falls Corona das mal wieder zulässt, könnt ihr ein bisschen klugscheißen, wenn ihr wollt, und könnt sagen: Hör mal, wusstest du eigentlich, dass Eigelb mehr Eiweiß enthält als Eiweiß? Und das wäre dann inhaltlich ein korrekter Satz. So, so viel zu den Beispielen. Und wir haben ja auch, ihr habt ja auch schon einige Beispiele genannt. Irgendjemand hat auch gesagt Zellen, genau. Und in menschlichen Zellen, in praktisch jeder Zelle kommen Proteine vor. Und
Es gibt ein Projekt, das sich quasi der Aufgabe verschrieben hat, Proteine oder das humane Proteom zu identifizieren. Also alle unterschiedlichen Proteine, die es im Menschen gibt, das nennt sich Human-Proteom-Projekt. Und die haben mittels Vorhersage basierend auf der DNA, also basierend auf unseren Genen, haben die knapp 20.000 verschiedene Proteine im Menschen gefunden. Und knapp 18.000 davon wurden schon nachgewiesen und 2.000 davon stehen halt noch aus. Und ja, das zeigt einfach die unheimliche Vielfalt, die im Menschen an Proteinen vorkommt und die auch alle unterschiedliche Aufgaben übernehmen, wo ich ja gleich auch noch zwei Beispiele bringe. Jetzt stellt sich aber nun natürlich die Frage, wo kommen die ganzen Proteine her? Und ich habe da gerade schon einen kleinen Hinweis drauf gegeben, als ich gesagt habe, in diesem humanen Proteomprojekt haben die sich erstmal die DNA, also unsere Gene, angeguckt. Und da möchte ich jetzt, das möchte ich kurz erklären anhand des sogenannten zentralen Dogmas der Molekularbiologie. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend, aber ist tatsächlich sehr gut auf den Punkt gebracht, wie Protein in menschlichen Zellen entsteht oder allgemein in Zellen entsteht. Und dieses Dogma wurde aufgestellt von Francis Crick im Jahre 1958, also das ist schon eine Weile her. Und was das im Prinzip besagt, ist, dass unsere DNA im Prinzip den Bauplan enthält, dafür, wie Proteine aufgebaut sind. Und in menschlichen Zellen ist es jetzt eben so, dass dieser Bauplan einmal abgeschrieben wird, dann in Form von RNA vorliegt und dann kann diese RNA eben abgelesen werden, die dann, wie gesagt, den Bauplan enthält und daraus können dann die Proteine zusammengebastelt werden. Okay, jetzt wissen wir schon mal, dass es ziemlich viele unterschiedliche Proteine in Menschen gibt und dass die in unseren Zellen quasi hergestellt werden, basierend auf dem Bauplan, der in unserer DNA, der in unseren Genen gespeichert ist. Wie ist jetzt aber ein Protein überhaupt aufgebaut? Und da lässt sich prinzipiell sagen, Proteine bestehen aus Aminosäuren. Und wie sehen Aminosäuren aus? Ich habe das versucht, mal hier so schematisch darzustellen. Und zwar haben Aminosäuren alle so ein gleiches Grundgerüst. Das ist der orangene Block hier unten. Und dann haben alle Aminosäuren unterschiedliche Reste, werden die genannt, oder auch Seitenketten, spezifische Seitenketten. Und die hängen dann halt an diesem gleichen Grundgerüst dran. Und davon gibt es 21 verschiedene, also das sind diese 21 verschiedenen Aminosäuren, die halt benutzt werden, um Proteine zu bauen. Und ich habe hier nochmal, also das ist die chemische Darstellung jetzt, und ich habe hier nochmal quasi gehighlightet, also hier eingerahmt, was jetzt das Grundgerüst ist der Aminosäuren. Das könnt ihr hier sehen und das ist für alle drei Aminosäuren, also ich habe jetzt in diesem Fall die Beispiele Arginin, Histidin und Lysin genommen. Ja, man kann schön sehen, das Grundgerüst sieht überall gleich aus und dieser spezifische Rest oder die Seitenkette sieht halt überall unterschiedlich aus. Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Und was ich jetzt noch hervorheben möchte hier ist, dass wir als Strukturbiologen oder Biochemiker einen gewissen Code entwickelt haben, damit wir schneller runterschreiben können, weil so Namen wie Arginin oder Threonin oder Asparagin sind natürlich immer lang zu schreiben. Deswegen kürzen wir das ab, zum Beispiel im Falle von Arginin im sogenannten Dreibuchstabencode als ARG oder eben im Einbuchstabencode als R. Für Histidin dann His und H, Lysin, Lys und K und so weiter und so fort. Und ja, wenn ihr euch einfach merken würdet, dass es diesen Einbuchstabencode gibt, das wird nämlich im zweiten Teil nochmal von Bedeutung und da werde ich euch nochmal daran erinnern. Und dann möchte ich noch hinweisen auf die Aminosäure Leucin hier an der Seite. Und vielleicht könnt ihr euch da einfach merken, dass der Einbuchstabencode für Leucin ist L. Das kann man sich gut merken. Und die spezifische Seitenkette sieht so ein bisschen aus wie so eine Gabel hier unten. Und wenn ihr euch das einfach so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, dann wäre das auch super, weil das kommt nämlich auch nachher im Talk nochmal wieder. Okay, ich habe gerade gesagt, Aminosäuren sind quasi die Grundbausteine für Proteine. Wie setzen die sich zusammen, um quasi ein Protein zu bilden? Und das funktioniert, habe ich mir so überlegt, nach dem Lego-Prinzip. Und ihr könnt euch im Prinzip vorstellen, wenn jetzt dieser quadratische Lego-Block hier eben das Grundgerüst einer Aminosäure darstellt, dann könnt ihr versuchen, das so zusammensetzen. Naja, das hält nicht. Ihr könnt versuchen, das so zusammensetzen. Das hält nicht. Nur wenn ihr das so zusammensetzt, also Kopf an Rücken quasi, dann gibt das eine gute Bindung und genauso funktioniert das eben auch mit den Aminosäuren. Also Aminosäuren werden im Prinzip, um Protein zu bauen, einfach aneinander gekettet und zwar an dem Grundgerüst der Aminosäuren und die Seitenketten stehen dann hier so an der Seite raus. Und ein ganzes Protein ist dann aufgebaut aus so ungefähr 50 bis 2500 Aminosäuren. Es gibt auch deutlich größere Proteine noch, es gibt auch noch kleinere Proteine, je nachdem wie klein die dann werden, nennt man die dann eben
Peptide und nicht mehr Proteine. Und ja, so gibt es halt unterschiedlich viele, unterschiedlich große Proteine. Und ja, ein Fakt ist noch, dass, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass zum Beispiel je nach Komplexität des Organismus, also je komplexer der Organismus ist, desto größer werden im Durchschnitt die Proteine. Okay, jetzt wissen wir, wie sich Proteine zusammensetzen, nämlich aus, also Proteine sind im Prinzip Aminosäureketten. Wie ergibt sich jetzt daraus eine dreidimensionale Struktur und wie beschreiben wir diese Struktur als Strukturbiologen? Und da gibt es unterschiedliche Ebenen der Proteinstruktur, die wir unterscheiden. Und die Primärstruktur ist im Prinzip einfach die Sequenz, die Abfolge der einzelnen Aminosäuren, in dem Fall jetzt hier L für Leucin, P für Prolin, K für Lysin und E für Glutamat. Habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gemerkt und gedacht. Und ja, wie gesagt, die Seitenketten hängen hier dran und die Abfolge der Seitenketten gibt dann im Prinzip auch vor, wie sich das Protein dann dreidimensional faltet, sagt man dann, also wie sich die dreidimensionale Struktur ergibt. Die nächste Ebene der Proteinstrukturen wäre dann die sogenannte Sekundärstrukturebene und da unterscheidet man, oder da gibt es vor allen Dingen zwei Sekundärstrukturelemente, einmal so eine Alpha-Helix und einmal ein sogenanntes Beta-Faltblatt. Hier muss ich jetzt dazu sagen, dass in beiden Fällen nur das sogenannte Rückgrat dargestellt ist, also nur die aneinander geketteten Grundbausteine der Aminosäuren. Und die Seitenketten sind jetzt hier gar nicht gezeigt. Ich habe jetzt hier aber, und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, quasi deswegen auch zum Anfassen. Ich habe hier mal von meinem Chef bekommen eine Alpha-Helix ausgedruckt. Und ich kann die mal näher an die Kamera, das funktioniert nicht so gut. Schade. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Es ist auf jeden Fall eine Alpha-Helix und die Seitenketten sieht man hier, stehen dann so an der Seite raus im Prinzip. Okay, das sind also die Sekundärstrukturelemente. Und wenn sich sowas dann zusammensetzt zu einem gesamten Protein, dann sprechen wir von der Tertiärstruktur. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen, also das ist dann, kann dann wirklich so ein Mix sein aus Alpha-Helices und Beta-Faltblättern und das orientiert sich dann halt auf eine bestimmte Weise im dreidimensionalen Raum und das ist dann eben die Proteinstruktur, die uns auch interessiert. Okay, jetzt habe ich euch ganz viel vermittelt über, wo kommen Proteine vor, wo kommen die her, wie werden die hergestellt, woraus bestehen die? Und wie ergibt sich die Struktur? Jetzt möchte ich am Ende des ersten Teils noch kurz zwei Beispiele bringen. Und ich habe mir gedacht, Pint of Science, und ich habe mein Bier noch gar nicht aufgemacht, das mache ich jetzt mal an dieser Stelle. Und habe mir gedacht, zum Pint of Science, was passt da besser als Beispiel für ein Protein und dessen Funktion als die sogenannten Alkoholdehydrogenasen. Die Alkoholdehydrogenasen machen nämlich Folgendes. Die haben eine enzymatische Funktion. Das heißt, die beschleunigen, katalysieren folgende Reaktionen. Die bauen im Prinzip Ethanol, also Trinkalkohol, zu Acetaldehyd ab. Und das ist natürlich wichtig, damit wir uns nicht vergiften, wenn wir Alkohol trinken. Also zum Beispiel für den heutigen Abend enorm wichtig, dass wir alle Alkoholdehydrogenasen in unserem Körper haben. Und hier kommt jetzt auch mal wieder Fun Fact Joni dazu. Und der Fun Fact hier ist, dass die Menge Alkoholdehydrogenase, die wir im Körper haben, mitbestimmend dafür ist, wie trinkfest wir sind und die variiert tatsächlich von Mensch zu Mensch. So haben zum Beispiel einige indigene asiatische Völker im Schnitt weniger ADH als westliche Völker und und zum Beispiel haben im Schnitt Frauen ein bisschen weniger ADH im Körper als Männer. Okay, das war jetzt ein Beispiel und jetzt habt ihr gerade schon auf der nächsten Folie erahnt. Es geht nochmal zurück zum SARS-CoV-2. Und hier möchte ich jetzt das Beispiel von Antikörpern anbringen. Und Antikörper, den Begriff habt ihr bestimmt auch in den Nachrichten im Radio gehört oder in der Zeitung gelesen in letzter Zeit. Und Antikörper sind tatsächlich auch Proteine, die in menschlichen Zellen oder in unseren Zellen hergestellt werden und die ja wichtig sind für die Immunabwehr. Und was die zum Beispiel machen können, ist, die können auch diese Rezeptorbindedomäne von dem Spike-Protein, von dem SARS-CoV-2 binden und dann eben die Bindung an den Rezeptor wieder verhindern, den ich vorhin eingangs gezeigt hatte. Und ja, somit beschützen die uns oder können die uns beschützen vor einer Coronavirus-Infektion. Okay, das waren jetzt zwei Beispiele. Es gibt natürlich, ich hatte ja gezeigt, es gibt knapp 20.000 unterschiedliche Proteine im menschlichen Körper und die haben alle unterschiedliche Funktionen und ihr könnt euch vorstellen, dass das ganz breites Spektrum ist an Funktionen, die die Proteine übernehmen.
Okay, damit bin ich am Ende des ersten Teils und klasse, dass ihr alle durchgehalten habt. Falls ihr jetzt an dieser Stelle schon Fragen habt, könnt ihr die einfach kurz in den Chat schreiben und dann gucke ich da rein, beziehungsweise... Genau, es gibt schon mal zwei Fragen, drei sogar von der Familie Möcking einmal. Die erste Frage wäre, je mehr Aminosäuren, desto besser ist das Protein? Nee, nicht zwangsläufig. Also es kommt ein bisschen drauf an, aber nee, das hat damit nichts zu tun. Man sagt zum Beispiel, also ich hatte ja gerade gesagt, bei der Alkoholdehydrogenase zum Beispiel, die hat eine enzymatische Funktion. Und man sagt, dass generell ein Protein so mindestens 50 Aminosäuren bestehen muss, damit es eine enzymatische Funktion haben kann. Aber zum Beispiel viele ganz kleine Proteine, die man vielleicht auch Peptide nennt, zum Beispiel Insulin ist nicht so groß und Insulin hat ja eine ganz wichtige Rolle in unserem Körper und das ist zum Beispiel eher klein. Also nur weil ein Protein mehr Aminosäuren hat, heißt das nicht, dass das besser ist. Das ist einfach nur größer, ja, und mehr nicht. Okay, und dann gibt es aus der gleichen Richtung noch eine weitere Frage, nämlich ob die Menge an ADH oder die Trinkfestigkeit durch eine Tabletteneinnahme wie zum Beispiel Blutdrucksenker beeinflusst werden könnte. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ob sich jetzt ein Blutdrucksenker wirklich auf die Menge an ADH direkt auswirkt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich kann es nachgucken und kann eine E-Mail schreiben. Die wäre dann an deine Eltern? Achso, ja, dann kann ich auch einfach. Und es gibt noch eine Frage von Stefan und Jack, ob P für Parmesan steht. Ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Hinweis darauf ist, dass nochmal mit dem einen Buchstaben Proteincode zu erklären. Bei manchen ist das ja auch nicht ganz so eingängig. Zum Beispiel Arginin ist ja ein R. Ob du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen möchtest? Ja, also da, zum Beispiel, dass es bei Arginin R ist, liegt einfach daran, dass es noch eine andere Aminosäure gibt, die mit A anfängt, nämlich Alanin. Und dafür hat man dann den Einbuchstabencode A genommen. Und dann musste man beim Arginin halt einen anderen Buchstaben nehmen. Warum die sich jetzt genau für R entschieden haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, weil man Arginin, das R, so schön rollen kann. Aber ich weiß es nicht genau. Und beim P steht für Prolin, nicht für Parmesan. Aber Parmesan ist natürlich auch proteinreich. Das hat ja vorhin auch jemand in den Chat geschrieben. Ja, aber in dem Fall war P für Prolin tatsächlich. Ich hätte auch noch eine Frage, Jonas. Ja, schließlich. Es gibt ja auch so seltene Aminosäuren, die nicht so häufig vorkommen. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Also eine der nicht so häufigen Aminosäuren ist ja Selenocystein. Die kommt zum Beispiel, soweit ich weiß, nur in eukaryotischen Organismen vor, also Organismen, die einen Zellkern haben. Dann gibt es noch Pyrrolysin, das auch eine proteinogene Aminosäure ist, aber die kommt, glaube ich, soweit ich weiß, nur in Archaeen vor. Und an proteinogenen Aminosäuren war es das meines Wissens nach auch schon. Ist das, beantwortet das die Frage einigermaßen? Ja, dankeschön. Gerne. Weitere Fragen aus dem Chat. Unsere Proteine machen so viele unterschiedliche Funktionen, also kann man nicht so leicht sagen, ein gewisses Protein ist besser als ein anderes, da die Funktionen nicht vergleichbar sind. Ah, das war ein Kommentar von Kronis. Und dann gibt es noch eine weitere Frage, ob sich tierische Aminosäuren von menschlichen Aminosäuren unterscheiden. Grundsätzlich nicht. Das sind alles die gleichen 21 proteinogenen Aminosäuren und im Fall, wie gesagt, von den Archaeen eben dann noch die 22. Pyrrolysin. Also das sind alle, die ich im Kopf habe zumindest. Okay, dann gibt es noch weitere Fragen, dann dürft ihr die natürlich gerne noch in den Chat schreiben. Und sonst würde ich sagen, machen wir mit dem zweiten Teil weiter. Und ihr könnt natürlich einfach auch währenddessen die Fragen weiter in den Chat schreiben. Ja, ich hatte zwischendurch den Chat nicht im Blick, aber ihr könnt mich auch, wenn es dringende Fragen sind, gerne unterbrechen. Okay, dann
gehe ich über zum zweiten Teil. Und im zweiten Teil geht es jetzt mehr darum, wie können wir denn jetzt die Struktur von Proteinen überhaupt sichtbar machen? Und in dem Zusammenhang gehe ich auch darauf einmal, wie groß ist denn so ein Protein überhaupt? Und dann möchte ich noch ein bisschen ein Anwendungsbeispiel aus meinem Alltag quasi zeigen. Und zwar, welche Proteine schaue ich mir eigentlich an und wie mache ich das? Und ja, dann am Ende haben wir natürlich auch noch mehr Zeit für Bier und Fragen. Okay, dann steige ich erstmal ein und da muss ich jetzt einmal kurz aus dem Screensharing rausgehen und was anderes sharen. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ja. Augenblick. Okay, ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen. Und was das ist ein Tool, da kann ich jetzt einfach reinzoomen. Ihr könnt die Internetseite euch auch kopieren, dann könnt ihr euch das später in Ruhe nochmal angucken. Aber ich kann jetzt hier im Prinzip reinzoomen bis auf die Größe eines Proteins und sogar noch ein bisschen weiter. Und einfach zum Vergleich am Anfang schon mal hier eine Kaffeebohne, ein Reiskorn und so einen Sesamkern. Und ja, jetzt kann ich weiter reinzoomen. Man sieht hier schon so einen kleinen Salzkristall. Also es ist alles skaliert auch richtig quasi. Und wenn ich jetzt weiter reinzoome, dann kriegt man so einen Eindruck davon, wie weit man reinzoomen muss, um Protein sehen zu können. Man sieht jetzt hier eine Amöbe, ein menschliches Ei und im Vergleich dazu ein Spermium. Und dann kann man weiter reinzoomen und dann sieht man hier zum Beispiel ein rotes Blutkörperchen, im Vergleich dazu eine Bäckerhefe, ein E. coli-Bakterium, ein Mitochondrium, das kennt ihr sicherlich auch alle noch, das Kraftwerk der Zelle. Man kann weiter reinzoomen und dann sieht man hier so Viruspartikel. Und wenn man noch weiter reinzoomt, dann kommt man jetzt langsam so auf die Ebene. Hier hinten seht ihr schon, steht Antikörper 12 Nanometer. Also 10 hoch minus 9 Meter sind das oder 0,00000001 Meter. Und wir müssen aber noch ein bisschen weiter reinzoomen, weil wir wollen ja die einzelnen Aminosäuren sichtbar machen. Und da müssen wir tatsächlich mindestens so weit reinzoomen, dass man hier so eine einzelne Aminosäure, die ist jetzt in dem Fall hier Methionin, und die ist schon nur noch 1100 mal 700 Pikometer groß, also nochmal deutlich kleiner. Hier unten ist die Skala zum Vergleich. Und am liebsten wollen wir sogar Wassermoleküle sichtbar machen. Und ja, so weit müssen wir also reinzoomen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man das, naja, mit dem bloßen Auge schon gar nicht mehr sehen kann. Aber dass vielleicht auch so ein herkömmliches Mikroskop da nicht mehr ganz reicht. Und jetzt gehe ich wieder zurück in den Vortrag. Genau, da war ich. Und das Ganze ist jetzt hier nochmal in dieser Grafik zusammengefasst. Also mit dem bloßen Auge können wir so ungefähr noch die Dicke eines Haars wahrnehmen. Das sind dann 100 Mikrometer oder 0,1 Millimeter. Mit dem Lichtmikroskop können wir dann so rote Blutkörperchen, ihr erinnert euch, oder ein Bakterium noch sichtbar machen. Und wenn wir dann weiter reinzoomen wollen und so ein Viruspartikel zum Beispiel sichtbar machen wollen oder eben auch irgendwas auf molekularer Ebene, dann brauchen wir halt schon ein Elektronenmikroskop. Und tatsächlich ist die Elektronenmikroskopie auch, was die Proteinstrukturaufklärung angeht, immer, immer besser geworden in letzter Zeit. Allerdings möchte ich euch heute eine andere Technik vorstellen, die wir hier auch primär benutzen im Labor. Und zwar ist das die sogenannte Röntgenkristallographie oder Röntgenstrukturanalyse. Und um die einzuführen, möchte ich quasi einmal die Geschichte vom sogenannten Photo 51 euch erzählen. Das Photo 51 wurde aufgenommen im Jahr 1952 von Raymond Gosling und Rosalind Franklin. Das waren britische Forscher. Und was das ist ein Röntgenbeugungsbild und zwar diesmal von DNA. Also das ist jetzt noch nicht Protein. Da kommen wir dann später noch zu. Und dieses Röntgenbeugungsbild von DNA war halt wirklich ein Meilenstein in der Aufklärung oder in der Geschichte der Aufklärung der DNA-Struktur, aber auch allgemein der Strukturbiologie. Und warum war das jetzt so wichtig? Naja, da steckt eine ganze Menge Informationen über die Struktur, in dem Fall, wie gesagt, von DNA drin. Und das habe ich mal versucht, hier mit diesem bewegten Bild hier darzustellen. Also was wir ja heutzutage wissen, ist, die DNA ist ein Doppelstrang. Die DNA ist eine Helix. Und das kann man zum Beispiel, diese Informationen kann man zum Beispiel allein schon aus diesem Röntgenbeugungsbild hier ableiten. Und was man noch ableiten kann, und jetzt wird es ein bisschen was für die Nerds oder die sich ein bisschen mehr mit Biologie auskennen, was wir noch erkennen können in diesem Röntgenbild, ist quasi, dass die Phosphatgruppen der DNA außen liegen und dass die Basen innen liegen.
Und wer sich noch an sein Studium oder vielleicht hat man das auch in der Schule gehabt, erinnern kann, weiß auch, dass es so einen Versatz gibt in der DNA-Doppelhelix, nennt sich auch Major und Minor Groove. Und auch das kann man in diesem Röntgenbild quasi, in diesem Röntgenbeugungsbild erkennen. Und ja, zusammengefasst möchte ich euch einfach nur sagen, in diesem Röntgenbeugungsbild von der DNA steckt eine ganze Menge Information über die Struktur der DNA drin. Und kurze Zeit später ist man dann auch darauf gekommen, dass man das Gleiche vielleicht auch mit Proteinen machen kann. Was man dafür braucht, sind Proteinkristalle. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein, wie man da hinkommt und was das überhaupt auf molekularer Ebene bedeutet. Und was wir dann machen, ist im Prinzip, gehen wir zu einer Strahlungsquelle, idealerweise ein Synchrotron, hier dargestellt, das Diamond Light Source in England. Und so ein Synchrotron ist im Prinzip ein Teilchenbeschleuniger, der super feine, genaue Röntgenstrahlen erzeugen kann. Und diese Röntgenstrahlen nehmen wir dann und fokussieren die, lenken die auf unsere Proteinkristalle. Die Proteinkristalle beugen dann diese Röntgenstrahlen und die gebeugten Röntgenstrahlen, die nehmen wir dann quasi auf mit so einem Detektor. Und so ein aufgenommenes Bild sieht dann quasi so aus. Und hier steckt jetzt wieder ganz viel Information über die Proteinstruktur drin, also die Struktur von dem Protein, was quasi in dem Kristall ist. Und die können wir dann mittels mathematischer Transformation und ein bisschen Softwareanalyse, können wir quasi damit die Struktur lösen. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, ich möchte noch kurz ein bisschen erläutern, was hat es denn mit Proteinkristallen überhaupt auf sich? Wie kommen wir überhaupt dahin, Proteinkristalle zu produzieren? Und zwar möchte ich auf was bedeutet das Wort Kristall auf molekularer Ebene, kurz an dem Beispiel Wasser bzw. Eis erläutern. Und ihr kennt alle so ein Bild von so einer Schneeflocke. Und so eine Schneeflocke ist im Prinzip nichts anderes als kristallines Wasser. Und das seht ihr auf molekularer Ebene eben hier. Und ihr kennt alle Wasser, ein Wassermolekül ist H2O und das seht ihr hier, zwei Hs, das sind diese grauen Stäbchen und das O ist rot und so sind ganz viele Wassermoleküle hier zu sehen. Und was eben passiert in so einer Schneeflocke, ist, dass sich die Wassermoleküle so hexagonal anordnen und das macht dann eben auf makroskopischer, also auf größer gesehener Ebene, eben diese Kristallstruktur der Schneeflocke aus. Und das Gleiche wollen wir im Prinzip mit Proteinen machen. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man aus Wasser einen Eiskristall oder eine Schneeflocke? Das ist relativ simpel, das ist hauptsächlich Temperatur. Bei Proteinen ist es nicht ganz so einfach. Bei Proteinen haben wir hier eine ganze Palette an Parametern, die wir alle durchtesten müssen und durchvariieren müssen. Das ist wirklich so ein Trial-and-Error-Prinzip. Also wir probieren ganz, ganz viele unterschiedliche Bedingungen aus, um eben so einen Proteinkristall zu erhalten, wo dann eben auf molekularer Ebene wieder die Proteinmoleküle so ganz regelmäßig angeordnet sind und so ganz dicht gepackt sind. Und, genau, und so produzieren wir eben oder so versuchen wir eben Proteinkristalle herzustellen und die brauchen wir eben, um so ein Röntgenbeugungsbild überhaupt erzeugen zu können. Okay, jetzt habe ich euch so schematisch erklärt, wie kommen wir an die Struktur von so einem Protein ran. Jetzt möchte ich zum Schluss noch kurz ein Anwendungsbeispiel aus meinem Alltag, wie gesagt, euch vorstellen und euch erzählen, für welche Proteine ich mich so interessiere. Und das ist vor allem das Protein NLRP1. Und NLRP1 bildet das sogenannte NLRP1-Inflammasom. Was sind jetzt wieder Inflammasome? Inflammasome sind so Signalplattformen in Zellen. Die werden dann oft so als Ring dargestellt. Also was ihr hier jetzt seht, ist, dass im Prinzip ein Fragezeichen, sage ich jetzt einfach mal Fragezeichen, ist ein NLRP1-Molekül. Und wenn das NLRP1 aktiviert wird, dann bildet das so eine Ringstruktur. Und die Ringstruktur ist dann quasi so eine Art Signalknoten, der dann quasi ein Signal sendet. Und bei einem gesunden Menschen sendet der ein Signal, sobald ein Pathogen erkannt wird. Also das NLRP1-Protein wird aktiviert von irgendeinem Pathogen, also zum Beispiel ein Bakterium oder ein Virus. Und was dann passiert ist, also das Signal, was ausgesendet wird, ist, dass einmal die Zelle stirbt und das nennt man in dem Fall Pyroptose und dass es Inflammation gibt, also eine Entzündungsreaktion in dem Gewebe. Was jetzt aber natürlich auch passieren kann, ist, dass in einem Menschen die DNA, oder das Gen, das für das NLRP1-Protein kodiert, eine Mutation enthalten kann. Und das kann dazu führen, dass das NLRP1-Protein konstant aktiv ist, also konstant diesen Ring hier bildet und konstant eben Zelltod und Entzündungsreaktionen auslöst. Und das führt dann wiederum zu einer Autoimmunerkrankung. Und ja, aus beiden Gründen ist das Protein eben wichtig für unser Immunsystem, aber eben auch aus einem medizinischen Standpunkt
wichtig und deswegen interessiere ich mich dafür. Und genau, wie bin ich dann in meiner, also ich habe ja Anfang des Jahres meine Doktorarbeit abgeschlossen und wie bin ich dann in meiner Doktorarbeit vorgegangen, um eben die Struktur des NLRP1-Proteins aufzuklären? Naja, ich habe mir erstmal, und das ist jetzt wieder Einbuchstabencode, im Einbuchstabencode das Protein angeguckt. Und das ist jetzt hier nur ein Ausschnitt des NLRP1-Proteins, und zwar von Aminosäure 781 bis 990. Und dieser Ausschnitt nennt sich Leucine-Rich Repeats oder Leucin-reiche Regionen. Und wenn ihr euch erinnert, im Einbuchstabencode ist Leucin der Buchstabe L. Und ihr seht hier ganz viele Ls tauchen hier auf. Die habe ich in Fett markiert. Und die tauchen vor allen Dingen in ganz regelmäßigen Abständen auf, wenn man das so aufschreibt. Und das war wirklich eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Das habe ich zusammen mit meinem Chef Matthias gemacht. Und das war schon total faszinierend. Vor allen Dingen, wenn man sich dann nachher die Struktur noch anguckt. Und naja, so eine Sequenzanalyse haben wir dann natürlich für das gesamte Protein gemacht. Und das ist einmal hier so als Balken dargestellt von Aminosäure 1 bis Aminosäure 1473. Und da kann man dann jede Menge Motive, also bestimmte Abfolgen von Aminosäuren, die vielleicht schon irgendeine Funktion haben, erkennen. Und dann eben auch markieren. Wir haben die hier mit so bunten Balken markiert. Und natürlich kommt man aber, wenn man die Struktur lösen will oder wenn man die Struktur aufklären will, rein mit so einem Balkendiagramm und ja, rein mit dem Angucken der Sequenz des Proteins nicht weiter, sondern man braucht das Protein im Labor. Und wie wir das machen, ist im Prinzip hier kurz zusammengefasst schematisch. Wir haben bestimmte Zellen im Labor, zum Beispiel Bakterien, aber das können auch Insektenzellen oder Humanzelllinien sein. Und denen können wir in Form von DNA den Bauplan geben für unsere Proteine, die wir gerne haben wollen. Und die können die dann einfach in den Zellen für uns herstellen. Dann ist das Protein natürlich in der Zelle drin, dann müssen wir das da rausholen, dafür machen wir die Zellen kaputt. Das machen wir mit so einem Stab hier, das ist ein Sonicator, nennt sich das. Und das ist aber nichts anderes als Ultraschall. Und ihr kennt vielleicht Ultraschall, vielleicht hat schon mal jemand mit Ultraschall seine Brille gereinigt. Und das ist im Prinzip nichts anderes, was hier passiert. Nur, dass das halt so intensiv ist, der Ultraschall, dass das halt die Zellen kaputt macht. Und gut, dann haben wir die Zellen kaputt gemacht, dann schwimmt dann natürlich noch alles andere mit unserem Protein drin, was wir haben wollen. Dann gibt es verschiedene Reinigungsapparate und Schritte, die wir dann ja, durchführen, um unser Protein reinzubekommen. Und am Ende haben wir dann hoffentlich unser sauberes, pures Protein in Lösung in so einem Reagenzgefäß oder in so einem Reaktionsgefäß hier dargestellt. Dann müssen wir noch die Kristallisation machen, um die Struktur aufzuklären. Und wenn wir dann Kristalle haben, dann können wir halt die Struktur aufklären. Und genau das haben wir gemacht mit zum Beispiel mit dieser leucinreichen Region, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und das ist jetzt mal hier dargestellt. Und jetzt kommt endlich dieser 3D-Teil, den ich euch am Anfang versprochen habe. Denn man kann die Struktur zum Beispiel hier in der Oberflächendarstellung gezeigt, dann in alle Richtungen drehen und sich angucken. Und diese Oberflächendarstellung ist zum Beispiel gut, um zu gucken, okay, ist hier zum Beispiel irgendwo eine Tasche, wo was reinbinden könnte. Man kann unterschiedliche Farben verwenden, um die Ladung der Oberfläche darzustellen. Und ja, da steckt schon ein bisschen Information drin. Das Ganze kann man sich dann noch auf Ebene der Sekundärstrukturelemente angucken und ihr erkennt sicherlich wieder die Alpha-Helices und die Beta-Faltblätter. Und im Falle dieser leucinreichen Region in dem NLRP1-Protein könnt ihr jetzt sehen, dass die schön alternierend hier vorkommen und das kann man dann auch wieder in alle Richtungen drehen. Und so richtig interessant wird es aber ja erst, wenn wir uns jetzt wirklich die einzelnen Aminosäuren angucken können und gucken, wie die angeordnet sind zum Beispiel. Und da habe ich jetzt hier, wenn ihr euch erinnert, die Aminosäure Leucin wieder hervorgehoben und ihr erkennt die auch wieder, weil ihr erkennt einfach diese spezifische Seitenkette, also diese Gabel hier wieder. Und alle die Leucine, die ich vorhin auch in dem Einbuchstabencode fett markiert habe, die sind jetzt hier auch dargestellt. Und auch das kann man jetzt wieder drehen und kann sich das angucken. Und wie gesagt, also ich fand das super faszinierend, dass die halt hier auch genauso regelmäßig angeordnet sind, wie wir das vorhin im Einbuchstabencode gesehen haben. Da kann man dann noch so reinzoomen und sehen, okay, die sind echt super regelmäßig angeordnet. Und wenn ihr jetzt nochmal zurückdenkt an das Beispiel von dem SARS-CoV-2 und dem ACE2-Rezeptor, wo ich euch auch die Struktureingangs in der Oberflächenform gezeigt habe, da kann man eben jetzt auch reingehen und gucken, okay, welche Aminosäuren sind denn wirklich wichtig für die Bindung und kann dann wirklich ganz spezifisch, ja, gezielt auf diese Aminosäuren quasi einen Wirkstoff entwickeln, der zum Beispiel die Bindung von der Rezeptorbindedomäne von dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 eben verhindern könnte zum Beispiel. Und der ganze zweite Teil ist jetzt nochmal hier komplett zusammengefasst. Also wir geben im Prinzip, und das ist so der kleine Merkzettel für heute, müsst ihr euch nicht abschreiben, aber fände ich schön, wenn ihr davon was mit nach Hause nehmt.
Also wir geben im Prinzip den Zellen, die wir im Labor haben, den Bakterien oder Insektenzellen zum Beispiel, die genetische Information, also die in DNA-Form, die Baupläne für die Proteine, die wir haben wollen. Die fädeln dann die einzelnen Aminosäuren sozusagen auf eine Kette und die Proteine falten sich dann auch in den Zellen, dann reinigen wir die auf, dann kristallisieren wir die und wenn wir dann so einen schönen Proteinkristall haben, dann lenken wir da Röntgenstrahlen drauf, erhalten so ein Röntgenbeugungsbild, wie ich euch das gezeigt hatte, können dann mit Mathematik und Software quasi die Struktur lösen und uns genau angucken. Und wenn wir uns die Struktur so genau angucken können, dann verstehen wir erst so richtig, wie das Protein überhaupt funktioniert auf molekularer Ebene. Und daraus können wir dann wiederum Schlussfolgerungen ziehen, die uns helfen, Medikamente zu entwickeln. Und das war es jetzt auch von mir. Vielen Dank bei euch allen, ja, vielen Dank euch allen fürs Mitmachen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen zugetroffen, dass es ein bisschen erfrischend auch war und nicht zu wissenschaftlich, vor allen Dingen für die Nicht-Wissenschaftler, die alle eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne über Twitter und E-Mail kontaktieren. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet. Dankeschön. Vielen Dank, Jonas, dass du uns die wunderbare Welt der Proteine ein bisschen näher gebracht hast, bis auf die allerkleinste Ebene. Es gibt noch ein paar Fragen im Chat. Also es gab eine Frage bezüglich des Foto 51. Die wurde schon so halb beantwortet. Erstens, das Foto wurde 1952 gemacht. Warum heißt es Foto 51? Und ob es irgendwas mit UFOs und Aliens und Area 51 zu tun hat? Okay, nee, das hat überhaupt nichts mit UFOs und Aliens zu tun. Also das Bild Foto 51 ist entstanden, wie gesagt, das ist ein Röntgenbeugungsbild von DNA. Die DNA hatten die damals in parakristalliner Form vorliegen. Parakristallin heißt einfach, dass sie das, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hatten die DNA erst als Pulver vorliegen, haben dann da ein bisschen Wasser drauf gegeben, dass das so ein bisschen gelförmig war. Dann haben die wirklich so eine Öse genommen, haben das hochgezogen, haben die Röntgenstrahlen da drauf gelenkt, die wurden abgelenkt und dann auf einem Röntgenfilm detektiert. Da hat man damals noch Film für benutzt und hatten dann, wie gesagt, eben daraus diese ganzen strukturellen Informationen rausgezogen. Und 51 heißt es einfach, weil es das 51. Foto in der Experimentreihe war. Okay, danke schön. Dann gibt es noch eine Frage von Stefan und Jack. Zum Thema Antikörper. Wie spezifisch sind Antikörper und warum kann beispielsweise ein Antikörpersuchtest auf Covid-19 auch andere Coronaviren positiv anzeigen? Gute Frage. Also, was war die erste Frage? Wie groß ist ein Antikörper? Wie spezifisch sind Antikörper? Ach so, genau. Da gibt's unterschiedliche Spezifitäten. Das kommt so ein bisschen, also an für sich sind Antikörper sehr, sehr spezifisch. Also ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau, wie groß die Stelle, die ein Antikörper bindet, nennt sich Epitop. Und ich weiß nicht, aus wie vielen Aminosäuren so ein Epitop im Schnitt besteht. Maike, wenn du das weißt, kannst du vielleicht kurz helfen. Aber da kann ich nur so auf der T-Zell-Seite sprechen. Also bei den T-Zellen sind es für CD8 so 7 bis 9 und bei CD4ern so etwas so 10 bis 14. Okay, also gar nicht so viele Aminosäuren auf jeden Fall. Also sind Antikörper schon sehr spezifisch. Wie es jetzt sein kann, warum kann so ein Antikörpertest auch unspezifisch sein, in dem Sinne, dass es auch andere Coronaviren erkennen kann? Naja, andere Coronaviren haben auch ein Spike-Protein und die haben auch eine Rezeptor, also dieses Spike-Protein haben auch eine Rezeptor-Bindedomäne, wobei um die Rezeptor-Bindedomäne geht es jetzt gar nicht unbedingt. Aber im Prinzip können Antikörper, die können sich bilden gegen einen Teil des Spike-Proteins, der so sozusagen konserviert ist zwischen den unterschiedlichen Coronavirus-Strains, die es so gibt, also zwischen den unterschiedlichen Typen Coronavirus, zum Beispiel SARS-Coronavirus 1 und SARS-Coronavirus 2, da ist das Spike-Protein relativ ähnlich und du kannst eben Antikörper haben, die sowohl an das Spike-Protein von SARS-Coronavirus 1 als auch SARS-Coronavirus 2 liegen können. Und so kommt das auch in den Antikörpertests zustande, dass da Falsch-Positive dann in dem Sinne entstehen können. Okay, dann gibt es noch weitere Fragen bzw. Kommentare aus dem Publikum. Eine Sache von Sophie B. sagt, der Chef sagt, du hast falsch aligned to Pfeife, Doktortitel aberkannt. nur so als kleiner Randkommentar, aber wir haben auch noch tatsächlich... Da möchte ich ganz kurz dazu sagen, sorry, das habe ich original aus dem sogenannten NLRP1-Soll-File, das wir zusammen erstellt haben, habe ich das rauskopiert. Das habe ich nicht verändert.
Okay, dann gehen wir nochmal auf NLRP1 weiter ein. Von Markus. Er fragt, warum in den, ich vermute, er meint die Lucine Rich Repeats, warum da ein F und ein I fett markiert war und nicht nur die Ls für die Leucins. Okay, ja, das habe ich, stimmt, das habe ich nicht gesagt. F und I sind Phenylalanin und Isoleucin respektive. Und das sind beides, also Leucin ist eine sogenannte hydrophobe, also wasserabweisende Aminosäure. Und Phenylalanin und Isoleucin sind auch hydrophobe Aminosäuren. Und wenn man das richtig alignt, dann steht das F und das I eben auch noch genau über den Ls in dem Alignment. Und dann passt das im Prinzip, dass die, oder kann man vermuten, dass die im Prinzip eine ähnliche Funktion wie die Ls in der Struktur übernehmen. Dann gibt es noch zwei weitere Fragen, die von Fredi und mir kommen. Da wäre einmal die Frage, wie groß ist so ein Synchroton? Oh ja, also riesengroß. Die sind, boah, ja, was nehme ich jetzt als Vergleich? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie lang die sind, aber so ein Teilchenbeschleuniger ist halt schon so groß wie ein Gebäude. Also ich weiß nicht, wenn man das BMZ, wenn man damit einmal einen Kreis ziehen würde, also das BMZ ist euch jetzt vielleicht ein Begriff, vielleicht nicht jedem anderen, aber es ist ein großes Forschungsgebäude hier, wo ich gerade drin stehe. Wenn man da jetzt einen Kreis draus zieht, also so groß ist ein Synchrotron schon mindestens. Mhm. Dann würde Fredi gerne noch wissen, wie man denn tatsächlich am Ende die Proteine aufreinigt. Okay, da kann ich jetzt ganz, ganz lange drüber reden, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also wir haben unsere Proteine, modifizieren wir im Prinzip so, dass die einen sogenannten Affinitätstag haben. Das heißt, wir hängen da irgendwie noch ein paar Aminosäuren vorne oder hinten dran. Und diesen sogenannten Tag, den kann man dann spezifisch rausziehen aus dem ganzen Matsch, den man dann quasi hat, wenn man die Zellen kaputt macht. Also da sind ja auch in den Zellen sind ja auch ganz viele andere Proteine, Membranbestandteile und so weiter. Und um das da rauszuziehen, hat man quasi einen Affinitätstag. Und dann macht man erst einen Affinitätsaufreinigungsschritt, nennt sich das. Und um das Protein dann noch sauberer zu kriegen und umzupuffern und eventuell noch unterschiedliche Bestandteile aufzutrennen, kann man dann noch eine sogenannte Gelfiltration machen. Da werden die Proteine dann nochmal der Größe nach aufgetrennt. Was man zum Beispiel manchmal macht, ist, wenn der Tag ungewünscht ist, dann kann man dann eine Schnittstelle einbauen. Da ist dann eine Protease-Schnittstelle eingebaut zwischen dem Tag und dem Protein, was wir haben wollen. Und dann kann man den Tag abschneiden und um den zum Beispiel loszuwerden, kann man dann eine Gelfiltration machen. Mhm. Aufbauend auf diese Frage direkt nochmal von Fredi, hat der Tag eine Auswirkung auf die Struktur oder die Funktion des Proteins? Doch, der kann auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Funktion des Proteins haben. Es gibt unterschiedliche Tags. Ich weiß zum Beispiel, jetzt kann ich das Projekt mich nicht genau erinnern, aber es gibt einen His-Tag zum Beispiel, das sind einfach sechs, ist einfach meistens sechsmal die Aminosäure Histidin. Und ich weiß, dass Gregor, ein Gruppenleiter von uns, mit zwei Studenten, Nils und Martin, die haben eine Struktur gelöst, wo ein His-Tag noch dran war. Und der His-Tag hat tatsächlich in die sogenannte Substratbindetasche, also da, wo eigentlich der eigentliche Bindepartner reingeht, da lag der His-Tag drin. Und daraus konnten die dann aber zum Beispiel wieder Informationen ziehen. Aber das würde natürlich die Funktion des Proteins einschränken, wenn dann da der His-Tag drin liegt. Es gibt aber auch größere Tags. Der größte, den ich jetzt kenne, ist, glaube ich, ein MBP-Tag, Maltose Binding Protein. Und der ist fast 42 Kilodalton groß. Der hat, wie viele Aminosäuren, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es müssten so um die 400 sein, vielleicht 450. Und so ein großer Tag, der kann dann auf jeden Fall auch die Funktion von einem größeren Protein beeinflussen. Und deswegen, wie gesagt, baut man so eine Protease-Schnittstelle ein, damit man den Tag eben loswerden kann, damit man dann auch auf jeden Fall sicher gehen kann, dass man ein funktionelles Protein hat. Dankeschön. Wir haben auch mittlerweile eine Antwort auf die Frage mit dem Synchrotron. Der größte Synchrotron hat 27 Kilometer Umfang. Danke, Katja. Genau. Dann habe ich hier noch eine Frage von Kronis. Würdest du das Spiel Folded empfehlen, auch für Laien? Ich habe das auf dem Computer, ich habe das ehrlich gesagt noch nie so richtig gespielt. Ich habe vielleicht die ersten drei Level. Was ist das denn? Vielleicht kannst du das nochmal eben erklären. Es gibt so Vorhersagetools online, wo man im Prinzip die Primärstruktur, also einfach die Sequenz der Aminosäuren eingeben kann.
Und dann versuchen die vorherzusagen, wie sich das Protein faltet. Und das Folded-Spiel ist im Prinzip, also da stecken natürlich Algorithmen dahinter. Und so wie ich das verstanden habe, ist das Folded-Spiel ein Spiel, was im Prinzip, wo man Puzzle löst. Und Aminosäuren können immer nur in bestimmten Winkeln zueinander stehen. Und man löst da im Prinzip das Puzzle, dass man die Aminosäuren richtig zueinander stellt. Und so wie ich das verstanden habe, ist das wirklich, um eben diese Vorhersagealgorithmen zu verbessern. Okay. Und ob ich es jetzt empfehlen kann, ich habe es, wie gesagt, selber leider noch nicht so intensiv gespielt. Aber wenn es der Wissenschaft hilft, dann würde ich es natürlich empfehlen. Mhm. Und dann würde ich sagen, haben wir noch eine letzte Frage, bevor wir eine ganz kurze Pause machen vor dem nächsten Talk. Und die Frage kommt von Spatz grüßt Möhrchen. Warum benutzt man manchmal Bakterien und manchmal Insektenzellen zur Herstellung von Proteinzellen und warum nicht immer nur eine Sorte? Das hat den Grund, ich hatte ja irgendwann mal gesagt, dass je nach Organismus zum Beispiel die Proteingröße zunimmt, je komplexer der Organismus ist. Also Menschen haben im Schnitt größere Proteine als Bakterien. Und was aber noch dazu kommt, ist noch eine andere Ebene, denn Proteine können, wenn im Prinzip die Aminosäuren fertig aneinander gekettet sind, können die noch zusätzlich modifiziert werden chemisch. Und das nennt man dann posttranslationale Modifikation, Fachbegriff. Und das können zum Beispiel Bakterienzellen, Bakterien können das nicht so gut wie zum Beispiel Insektenzellen für ein humanes Protein. Das NLRP1 zum Beispiel ist ein humanes Protein, ist relativ groß. Das ist zum Beispiel schon zu groß, um das wirklich in Bakterien überhaupt herzustellen. Also die können das gar nicht. Und wie gesagt, diese posttranslationalen Modifikationen sind halt nochmal ein Level, um funktionales Protein zu bekommen, braucht man die richtigen posttranslationalen Modifikationen. Und da sind zum Beispiel Insektenzellen besser als Bakterien und humane Zelllinien noch besser als Insektenzellen. Und deswegen benutzt man diese unterschiedlichen Zelllinien. Okay. Gibt es noch weitere Fragen, bevor wir eine ganz kleine Pause machen? Ich würde nur noch mal in die Runde posten und mich noch mal bei allen bedanken, die eingeschaltet haben. Hat echt Spaß gemacht und ja, danke fürs Einschalten. Vielen Dank, Jonas, für diesen sehr verständlichen Vortrag. Da gab es jetzt auch schon mehrere Kommentare im Chat, dass es alle anscheinend sehr gut verstanden haben, danke, dass du uns so schön gezeigt hast, wie das mit den Proteinen funktioniert.